Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Maxim Markov. Ich nehme im Auto Vlogs auf, weil ich zeiteffizient bin. Der letzte Autovlog ist ein bisschen länger her. Ich fahre jetzt auch wieder mein altes Auto gerade. Deswegen ist es ein bisschen lauter. Muss ein bisschen lauter reden. Na? Ja, ich wollte wieder ein paar Dinge Revue passieren lassen. Na, das bedeutet, oh, das ist wunderbar. Einfach grüne Welle, Leute. Delicious. Das bedeutet, beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen meine Gefühlswelt offengelegt, wie es so mit YouTube läuft, was ich so ein bisschen vorhabe. Ich habe sehr viele Kommentare bekommen. Holy shit. Das Video war komplett voll. Ja, noch viele geschrieben, wie das so ablief. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich habe auch schon quasi grobe Pläne genannt. Die konnte ich jetzt noch nicht angehen, aufgrund der Tatsache, dass die Worlds jetzt vorbei sind. Also sie sind quasi gestern vorbei gewesen. Ich habe heute noch die LOL-Trends aufgenommen, bin also am Sonntag in Berlin geblieben. Und dieses Video ist quasi so aktuell, wie ein YouTube-Video sein kann. Das bedeutet, wenn ich überlebe, wenn ich ankomme, dann wird das Ganze hochgeladen und ihr habt ein Video für heute. Das heißt, wir haben verschiedene Themen. Themen! Na, das bedeutet, ich möchte ein bisschen auf die Kommentarsektion eingehen vom letzten Video, bezogen auch auf das Elektro-Video. Na, Elektroautofahren war ja mega geil. Dann reden wir so ein bisschen über die Worlds und dann so ein bisschen, was noch so kommt. Das sind so meine drei Grundthemen, die ich so ein bisschen anvisieren wollen würde. Das heißt, also wie gesagt, erstmal nochmal danke fürs Letzte. Super viele Kommentare. Viele haben gemeint, dass sie die Videos schon sehen. So, aber es gibt auch eine Menge, die quasi das Ganze auch nicht mehr empfohlen bekommt. Ich habe mir noch ein paar YouTube-Videos reingezogen, wie der Algorithmus funktioniert. Und der Algorithmus belohnt Leute, die quasi wiederkehren. Was natürlich dafür sorgt, dass zum Beispiel Content, der regelmäßig kommt, der auch gerne daily kommt, bevorteilt wird. Na, das bedeutet, die Leute kriegen ein Video, du darfst ruhig rein, Bitch. Die Leute kriegen ein Video vorgeschlagen und wenn sie draufklicken auf das, was sie vorgeschlagen bekommen, dann kommen Videos häufiger. Und häufiger von denjenigen, auf denen man ja offensichtlich draufgeklickt hat. Und das ist halt ein sehr, 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 sehr wichtiger Aspekt. Das bedeutet, wenn ihr ein Video von mir seht, na, das wird quasi in den empfohlen Tab angezeigt und ihr dann draufklickt, dann wird am nächsten Tag wieder ein solches Video angezeigt. Ganz oben. Ich hatte da quasi mein persönliches Beispiel zu, und zwar gucke ich sehr gerne Hearthstone Battlegrounds. Habe ich nicht eine Sekunde gespielt, aber guck's immer bei Criparian. Das ist so mein Video zum Einschlafen aktuell. Ich glaube, ich kann jetzt richtig gut Hearthstone Battlegrounds, wenn ich einfach nur gucke, wie er spielt. Und immer wenn ich gerade meine YouTube-App aufmache und dann sehe, okay, was wird mir gerade empfohlen, droppen immer seine Videos auf. Ich glaube, ich habe ihn nicht mal abonniert. Abonniert habe ich ihn, glaube ich. Ich wechsle immer zwischen meinem Zweitkanal und meinem Hauptkanal, wenn ich in der YouTube-App drin bin. Und da werden natürlich unterschiedliche Dinge angezeigt. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Faktor, den ich so ein bisschen mit einfließen lasse. Und laut euren Kommentaren spiegelt das auch ein kleines bisschen wider. Also die Leute, die regelmäßig gucken regelmäßig, ne, und schauen sich entsprechende Videos an. Aber es gibt eine gewisse Algorithmusänderung, die schaut, okay, wie ist die Klick- und Wiederkehrrate der Zuschauer. Na, wenn die Zuschauer von sich nicht zurückkehren, sagt YouTube von sich aus, shut the hell up, kriegst die Videos nicht vorgeschlagen, was natürlich ein bisschen doof ist, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite muss man einfach gute Videos machen. Boom, talk about gute Videos. Ah, so ein smoother Übergang, Leute, ne? Das Ganze ohne einen einzigen Cut. Die Elektro-Geschichte, super nice, wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch mit Worlds und allem beschäftigt gewesen. Deswegen habe ich mich jetzt noch nicht darum gekümmert, mir ein neues Auto zu besorgen. So, oder beziehungsweise das Elektroauto zu besorgen. Es wird wahrscheinlich noch eine Sache geben, die ich so ein bisschen beenden möchte. Und zwar habe ich noch ein großes Placement vor.
großes Placement-Video und das will ich schön machen. Das bedeutet, ich bin sehr glücklich darüber, dass dieses Video gut ankam. Ich habe super viel Zeit reingesteckt. Also es ist nicht so, dass ich durch 40 Tage in dem Video gearbeitet habe, aber ich habe sehr, sehr viel gefilmt. Ja, und unglaublich viel Material gehabt. Es haben sich natürlich ein paar Fehler reingeschlichen, diese Kilowattstunde und Kilowattgeschichte. Da war ich schon mental, da war ich schon lost. Ja, das habe ich da ein bisschen vertauscht und verwechselt und verzwüselt. Das ist passiert. Aber danke für die Hinweise. Haben sehr, sehr viele mich darauf hingewiesen. That's okay. Ja, aber das hat mich sehr glücklich gemacht. Dieses Video kommt super gut an und es ist ja auch etwas, was von Herzen kommt. Natürlich ist es ein Placement, ne? Aber es ist ein Placement, wo der Preis nicht das Entscheidende war, weil er deutlich niedriger war, ne? als normalerweise. Okay, es gibt manchmal Placements, wo YouTuber sagen, geil Money, und manchmal sagen YouTuber, Alter, ich stehe da so hart dahinter, ist mir scheißegal, wie viel du mir gibst. Na, und das fällt quasi in die letzte Kategorie. Und das ist sehr, sehr schön. Da habe ich mir auch mal wieder seit langem getryhardet. Und das ist immer noch dieses Wechselspiel zwischen, wie viel Zeit will ich im Stream reinstecken, wie viel Zeit will ich in YouTube reinstecken. Heute zum Beispiel habe ich nicht eine Sekunde gestreamt, weil ich erst die LOL-Trends wirklich fertig machen wollte. Und dann, eigentlich will ich jetzt auch nach Hause. Ich hätte jetzt auch noch 2 Stunden streamen können oder sowas, aber dann bin ich erst um 8 Themen oder sowas, dass ich die Kinder erst zu spät, das ist kacke. Na, das bedeutet, ich freue mich richtig, mit meinen Kindern freaking Minecraft zu spielen. Das ist richtig geil, ist richtig gut, ey. Und ja, das hat jetzt ein bisschen Vorrang. Ich habe auch viel mit meiner Managerin oder quasi ein bisschen Freundin geredet, so mit Marlene, die gemeint hat, fahr mal runter, du Idiot. Und ich so, fahr du mal runter, du Idiot. Und dann ging das so 2 Minuten hin und her. Und dann hat sie gesagt, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, den mal am Wochenende auch mal nicht zu streamen. Auch wenn ich da natürlich die krassesten Zahlen fahre. Und ich sehe das ein. Ich muss ein bisschen ruhiger fahren. Ich habe mir als Ziel genommen, das Haus abbezahlen zu können. Und danach will ich runterfahren. Und das ist noch vertraglich nicht passiert, aber es ist technisch gesehen bin ich fertig. Ich habe das Leben durchgespielt, Leute. Na, und fahre jetzt auch wieder ein bisschen runter. Also darauf habe ich zumindest mega Bock. Genau, kurzer Drift zu einem anderen Thema. Auf jeden Fall das Elektrovideo. Danke sehr, großes Dankeschön auch an die entsprechende Beteiligung. Und das ist wunderbar. Das macht es sehr, sehr glücklich. So, ich würde jetzt gerne einen Übergang von glücklich finden, aber das ist schwer. Kommen wir zum Zweitkanal. Der Zweitkanal kriegt heute das hier quasi ab. Und dann muss ich gucken, was die kommenden Tage so bringen. Ich habe jetzt in der Pipe, technisch gesehen, sehr viele Morgana-Games. Ihr kriegt morgen ein Morgana-Game. Ein Morgana-Game und ich habe irgendwie 6 Stück hintereinander gemacht, um zu beweisen, dass Morgana broken ist nach den Patch-Änderungen. And she is. So, es gehen halt mindestens 3 Leute. Ich habe wirklich getrackt, wie viele Leute das Bild gehen. 3 Leute pro Game, mindestens. Also ich habe auch einen 5er gehabt. Und ein 4er und 1, 2, 4er Games. Also 4 Leute gehen das gleiche Bild. Absolute AIDS. Und es gab sogar ein Game, das sind in die Top 4 3 Morgana-Spieler gelandet. Das ist toxischer, geht's gar nicht. Na, mega dumm. Falls du das Video irgendwann anders siehst, dann tut mir leid. Na, manchmal sind Videos nicht aktuell. So, auf jeden Fall, das hat mich so traurig gemacht. Also ich hatte einen Tag gehabt, wo ich bei 0 Punkte Diamond 4 gestartet bin, ne, und dann einfach bis, keine Ahnung, viele, viele Punkte Diamond 3 mich hochgearbeitet habe, durch die Wins, in Anführungszeichen, wo ich wurde halt 6x Zweiter oder sowas hintereinander. Also mega geil. Aber auch mega sad, weil ich dann wirklich diese Diskussion dann auch mit den Leuten im Chat hatte, hey, was ist das so, was hat das jetzt mit Skill zu tun, ne? Du hast ja einfach eine Comp, die einfach gigabusted ist. Du gehst sie, du hardforst sie einfach jedes Game und dann hast du gewonnen. Fand ich irgendwie mega dumm. I don't know. Naja, das habe ich dann sehr traurig gemacht, weil dann kam die Diskussion auf, okay, wie ist denn das so mit Glücksspielen, in Anführungszeichen, wo Glück eine wichtige Rolle spielt. Du kannst dich natürlich durch Skill hocharbeiten, das ist ein bisschen wie beim Poker. Na, da kann natürlich sein, dass ein Lucky Idiot gewinnt, auf 1000 Games gewinnt der Profi. So, und das ist der Punkt. 1000 Games. Na, 1000 Games schaffe ich erstens nicht. Und ich habe ja das Ziel gehabt, Master mal zu werden. Und das Ziel, ich habe da nicht mal mehr Bock drauf. Weil das Ziel, Master zu werden, bedeutet ja, dass du auch Games spammen musst.
Na, der liebe Solo-Gesang hat das irgendwann mal ganz lieb durch die Blume um zwei Ecken gesagt. Maxim könnte Master sein. Er muss nur mehr Games pumpen. Und das ist true. Und das ist sad, dass ich da aber irgendwie über Masse kommen muss. Ich weiß natürlich, dass auch andere Spiele wie bei Dark Souls, wenn du da mehr spielst, wirst du ja auch besser. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Sekiro oder Dark Souls die Vernichtung von Bossen sich deutlich besser angefühlt hat, als eine Composition zu nehmen und die 85 Mal zu wiederholen und erfolgreich zu sein. Ich meine, es gab noch ein paar Decision-Making-Geschichten, so welche Übergangsunit nehme ich. Wir haben es irgendwie mit verschiedenen, wir haben es mit Mages gemacht, mit Kultisten, keine Ahnung was. Aber du gehst dieses Double-Crit-Schmidt-Bild und dann gib ihm. Als Spitzari. So. Es war dumm. Also es, die Meta ist schon wieder so, da weiß ich, fühle ich überhaupt nicht. Und ich fühle mittlerweile, also ich fühle TFT und die schönen Momente sind diese ersten drei, vier manchmal Wochen, wo Teamfight Tactics ein neues Set rausbringt. Vielleicht auch so ein 3-5er oder 4-5er Set, also wo es nochmal ein mit Season Update gibt. Die Season ist ja deutlich kürzer bei TFT. Und da bin ich mega glücklich so. Da kann man experimentieren, lernt neue Units kennen, lacht sich tot und danach, wenn der Client beginnt, ah, da kannst du nicht geben. Weshalb ich auch hier keine sinnvollen Videos hochladen konnte. Also was, also das, da kommt ja 500 Mal das Gleiche. Ihr habt eine Milliarde Mal Aphelios gesehen. Set habt ihr eine Milliarde Mal gesehen. Ich habe das Nami-Video hochgeladen und die Leute schreiben drunter, Ada, wieso spielst du Nami? Ich sehe Nami die ganze Zeit in meinen Ranks. Und das ist halt so sad. Ich dachte, hey, ich präsentiere euch was ich noch nicht hochgeladen habe. Und dann ist das natürlich für euch eine Situation, wo, was ihr ja ungefähr eine Milliarde Mal im Solo-Queue hattet. Insane, Leute. Also schlichtweg insane. Und also Rank-Games ist bei TFT schwierig. Wenn irgendwas Neues ist und das Gefühl habe, ich will entspannt streamen, bei TFT streame ich sehr gerne. In Leipzig und entspanne da einfach meine Base, weil es so chillig ist, ne? Aber ich müsste quasi Normal Games spammen, damit ich was für den Zweitkanal habe, weil ich will euch ja auch attraktive Dinge zeigen. Impossible. Schwierig. Das bedeutet, wir werden schauen, was wir für Games hier bringen werden. Vielleicht mehr Vlog-Kram. Wie gesagt, ich pendle immer noch. Das ist das nächste große Thema, was man ja quasi ansprechen müsste. Ich habe jetzt wieder die drei Themen vergessen, actually. Egal. Ist ja Corona, zweite Welle, zweite Wave des Todes. Ich muss jetzt aber nicht wieder diese Wochenend-Rotation machen. Das ist schon mal ganz gut, weil die Schulen sind noch offen. Na, das bedeutet, ich muss kein super krasses Homeoffice machen. Ich meine, ich habe ja sowieso immer Homeoffice gemacht. Aber die Arbeitstage in Berlin sind ja halt deutlich mehr worth. Naja, ich fahre jetzt hier gleich ab. Das heißt, für heute soll es erstmal gewesen sein. Lasst mir auf jeden Fall gerne noch ein paar Themen übrig, auf die ihr so ein Stück weit Bock hättet. Ich habe natürlich selbst noch welche. Vielleicht müssen wir ja den ganzen Corona-Bums besprechen. Ich wollte außerdem noch ein Thema besprechen, das in die Richtung geht Commentary. Na, ich habe ja so eine kleine Diskussion im Stream gehabt, wo ich natürlich ein paar Wortwitze vorbereitet hatte für den Cast. Das heißt, viele haben gesagt, oh Maxim, ich dachte, du bist immer lustig, du improvisierst immer so lustig. Dabei schreibst du dir alles auf. Na, ein guter Battle-Rapper schreibt sich natürlich den Shit auf, Alter. Na, du bereitest natürlich sehr, sehr viel Mist auch vor und das hat die Leute schockiert, ist aber dadurch ein sehr, sehr interessantes Thema. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, muss nach Leipzig fahren. Leipzig!